Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Wir sind back mit einem neuen Track von den Lochis und das müsste eigentlich der letzte sein, der, bevor das Album wirklich rauskommt, auch hochgeladen wird. Ich glaube, es müsste schon der vierte sein, den sie jetzt ausgekoppelt hochgeladen haben auf YouTube. Und was, glaube ich, schon echt viel ist für so ein Album. Also, normalerweise lädt man so zwei, maximal drei hoch, aber vier ist schon viel. Der Track heißt Alpha Queen von den Lochis. Und ich weiß auch nicht genau, ob es hundertprozentig mein Geschmack sein wird. Viele wundern sich immer, wenn ich sage, yo, ich kann die Musik von den Lochis teilweise feiern oder ich finde das gut, was die Lochis machen. Denken die immer so, oh, echt, okay, also hätte ich nicht gedacht. Also wenn jetzt hier irgendwie so eine Hate-Reaction erwartet oder dass ich mich lächerlich darüber mache, seid ihr auf jeden Fall falsch, Leute. Ich versuche das einfach so zu bewerten, wie ich es finde. Und zum Beispiel Lava kann ich mir gut geben, habe ich in meine Playlist gepackt, Leute. Also Lava fand ich echt richtig gut, Mann. Und allgemein haben sie sich gesanglich, also musikalisch, aber auch videotechnisch echt gut weiterentwickelt. Also mittlerweile bekommt man hier ein hochqualitatives Produkt, nee, aber ein hochqualitatives Musikvideo und auch einen richtig guten Song meistens. Klar, er trifft nicht alle Geschmäcker und ich feiere auch nicht alle Lieder von den Lochis, aber teilweise sind da echt gute Songs dabei, die ich mir gut geben kann, wo ich denke, hey, den kann ich mir auch öfter mal anhören irgendwie, außerhalb von YouTube jetzt. Von daher, ja, bin ich gespannt, ob das auch so ein Track sein wird, den ich mir öfter geben kann. Und ob das halt nicht so mein Geschmack sein wird. Wie gesagt, ich schätze, es ist der letzte, weil ich glaube, das Album kommt am 31.08. raus, Leute, irgendwie so. Ich glaube, am 31.08., ich glaube jetzt schon am 31.08. War auch eine sehr lange Promophase, also ich bin auf jeden Fall aufs Album gespannt. Ich glaube, ich werde mir das nicht holen, aber man kann ja immer so vielleicht ein, zwei Tracks sich nochmal kaufen und anhören einzeln. Ich schau mal, Leute, ich schau mal, wie ich es machen werde. Und dann nochmal eine kurze Frage. Ich habe gesehen, ich habe mich übel, also ich habe vergessen, mich zu rasieren und war zu faul. Bart ja, Bart nein, Leute? Ich weiß es nicht. Guck mal, Leute, guck mal ins Gesicht. Dann stimmt mal hier oben ab, würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Völlig random, aber warum nicht? Und dann jetzt die Lochis, Alpha Queen. Los geht's, Leute. Genau, 31.8. war richtig, okay. Die Lochis, Alpha Queen. Man sieht jetzt schon echt ein sehr gutes Video, also es ist echt, man merkt es einfach, hochqualitativ produziert. Sie ist eher ein bisschen schüchtern, Samstagabend eher nüchtern. Und oh, die Melodie gefällt mir. Peinlich. Und in der Dusche singt sie heimlich. Sie ist keine, die es offen sagt oder mit den neuen Sneakern prahlt. Sie ist gerne mal allein, muss ich immer die Erste sein. Okay, oh, was haben wir denn hier, Leute? Das ist so komisch mit YouTube, wenn man pausiert, werden die schwarzen Balken irgendwie auch ausgeblendet und das Thumbnail wird angezeigt. Egal, lass uns davon nicht beeindrucken. Ich fand den Anfangspart ganz schön, ich weiß nicht genau, ich kann die absolut nicht auseinanderhalten. Ich tippe jetzt mal, dass das Roman war, Leute. Die haben da das ganz gut hinbekommen, dass seine Stimme sich so so klar und deutlich anhört. Der Beat war noch nicht richtig eingesetzt, wir hatten bis jetzt nur die Gitarre im Hintergrund und dieses und dann war halt noch seine Stimme mit drauf. Das heißt, wir hatten so einen sehr, sehr ruhigen und ganz schönen Anfang, wie ich finde. Und das hat sich auch echt gut angehört. Also ich finde mittlerweile auch, wie ich eben schon meinte, dass sie sich stimmtechnisch auch weiterentwickelt haben, dass sie durch Übung und halt auch Coaching irgendwie jetzt wissen, wie sie ihre Stimme einsetzen sollen und wie sie wann klingt. Also da haben sie auf jeden Fall schon ein sehr gutes Bild für, finde ich. Sie ist gerne mal allein, muss ich immer die Erste sein. Sie ist ein bisschen so wie du und ein bisschen unvergleichbar. Sie ist ein bisschen so wie du, ey, sie ist unerreichbar. Meine Alpha Queen, sie hat Applaus verdient. Okay, Refrain, der erste Teil vom Refrain gefällt mir nicht ganz so. Das klingt ein bisschen, finde ich, zu geschrien und zu wenig, ja, zu unmusikalisch tatsächlich. Also es klingt jetzt nicht schlecht, aber für mich ein Ticken zu geschrien, aber es empfindet jeder anders, der Refrain. Der zweite Teil vom Refrain hier, aber wo der Beat nochmal ein bisschen anders wird, das dieser Teil hier. Da finde ich seine Stimme auch viel, viel angenehmer. Es wird ein bisschen ruhiger, seine Stimme wird ein bisschen lauter und druckvoller, aber nicht in der geschrienen Form, sondern er singt oder spricht wieder normal und es ist nicht dieses Geschrieene. Und der zweite Part vom Refrain gefällt mir daher viel, viel besser. Er ist jetzt nicht schlecht, aber er ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, ich feiere den komplett wie bei Lava
Oder ich habe leider das, was wir uns zuletzt angesehen haben. Da fand ich den Refrain auch echt gut. Nicht perfekt, aber nee, nicht komplett scheiße, so würde ich sagen. Aber noch Luft nach oben da auf jeden Fall. Also ist ein gutes Mittelding, aber könnte noch besser sein. Aber hier dieses das gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Das ist eine schöne Melodie. Das ist gut gemacht. Sie hält sich gerne mal zurück, auch wenn man denkt, sie wäre verrückt. Sie macht sich leise Gedanken, will niemals zu viel verlangen. Und wenn sie irgendetwas will, ist es laut, wild oder schrill. Trägt nicht gerne Bikini, weil ihr die Blicke zu viel sind. Sie ist ein bisschen so wie du und ein bisschen unvergleichbar. Der Part gefällt mir auch echt gut, also hier der kleine Einstieg in die Hook oder die Bridge halt, gefällt mir echt gut, Mann. Und ein bisschen unvergleichbar, sie ist ein bisschen so wie du, ey, sie ist unerreichbar. Meine Alpha Queen, sie hat Applaus verdient. Und wie gesagt, den Teil finde ich nicht ganz so schön, also die Bridge finde ich gut und auch den zweiten Teil vom Refrain finde ich gut. Aber das dazwischen, na, ist nicht so mein Fall, aber alles in allem bis jetzt ein echt ein solider Track. Sie hat viel mehr verdient, ja sie ist meine Alpha Queen, ja meine Alpha Queen. Braucht keine Krone auf ihrem Haupt, Glitzer und Glamour und Gold, das hat sie nie gebraucht. Das war schön. Hier das Tempo ein bisschen angezogen. Glitzer und Glamour und Das war schön. Das war auch nochmal ein schöner Tempowechsel. Glitzer und Glamour und Gold, das hat sie nie gebraucht. Schön. Sie brauchen kein Schmuck, kein Thron und kein Podest. Ich mag sie, wie sie ist. Sie ist perfekt. Und hier auch der Einsatz von Autotune finde ich echt legitim. Es ist nicht übertrieben. Es macht das Ganze noch ein bisschen runder, ein bisschen abwechslungsreicher auch. Finde ich gut. Also bis jetzt nicht hundertprozentig der Track, den ich jetzt in die Playlist packen würde. Aber objektiv gesehen, finde ich, ist das ganz gut gemacht. Also schön auch hier für Abwechslung gesorgt. Sie ist perfekt. Meine Alpha Queen. Schöne Stelle. Aber wirklich, der Beat gefällt mir auch ganz gut, also muss ich sagen. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, okay, ja. Aber jetzt zum Ende hin, finde ich, passt ganz gut zum Gesamteindruck vom Track. Oh, und besonders dieses. Ist es Gesumme? Ist es Summen? Ja, ich glaube schon, oder? What's life, Joe? Wir sind Alter! Und im Oktober wieder auf großer Konzert. Epischer Trailer! Und wir kommen auch in deine Nähe. Sei dabei und hol dir dein Ticket. Krass. Epischer Trailer, auf jeden Fall. Epischer Trailer, krass. Ja, mal sehen, Leute, mal sehen. Sieht ganz interessant aus. Oh, habt ihr das gehört, Leute? Mein Magen hat übertrieben geknurrt. Kommt alle vorbei. Einstatt natürlich frei, was? Selfie-Tour. Achso, die machen auch so eine Tour durch Saturn und Mediamarkt. Das ist cool, Mann. Das ist auch cool. Nochmal so ein Bonus, wo man umsonst hin kann. Das ist eine korrekte Aktion, Leute. Ja, schöner Track, Leute. Nicht hundertprozentig das, wie ich schon am Anfang vermutet habe, dass es nicht hundertprozentig meinen Geschmack treffen wird. Aber es ist ein gut produzierter Track, muss man sagen. Und ich finde den Aufbau vom Lied auch echt schön. Und die Message dahinter auch. Dass man Frauen wertschätzen soll und sie gut behandeln soll, wie man auch im Musikvideo halt gesehen hat. Ja, aber wie gesagt, für mich spricht eher sowas wie Lava an, eher mehr in diese Richtung Rap oder meinetwegen auch so Trap-mäßig. Das finde ich ganz gut, aber man sieht, sie sind vielseitig. Sie sind auf jeden Fall vielseitig, versuchen gerade so ein bisschen, was wie ankommt, glaube ich, was ihnen wie auch gefällt. Aber trotzdem ein schönes Lied, das man sich ab und zu mal geben kann. Aber da ich den Refrain leider nicht so hundertprozentig
gerne mag, werde ich mir das wahrscheinlich nicht mehr so oft geben. Aber so an sich finde ich, dass die Loche das echt gut machen, wie gesagt. Also schöne Entwicklung, das ist mal, was man durch harte Arbeit tatsächlich machen kann. Und wenn man das mal vergleicht mit ihren anfänglichen Songparodien, wo sie wirklich das zwar auch schon gut gemacht haben damals für ihr Alter und ich mir das auch gerne angehört habe, weil es unterhaltsam war, war es auf musikalischer Ebene damals natürlich nicht ansatzweise so gut. Also da haben sie sich wirklich gut entwickelt, finde ich. Es freut mich auch immer so zu sehen, also dass, wenn man so eine harte Entwicklung sieht und ich finde, man merkt auch, dass sie Spaß haben, Mucke zu machen, deswegen gerne mehr. Ich bin gespannt, Leute, vielleicht schaue ich mal beim Album ein bisschen rein und ich schaue mal, vielleicht, wenn ich Zeit habe, Leute, ich kann auch nichts versprechen, aber vielleicht, warum nicht, gehe ich hier mal vorbei. Ich habe hier gesehen, Mönckebergstraße, Hamburg, brauche ich eine halbe Stunde nur hin. Why not, Leute, why not, vielleicht sieht man sich da ja, also ich werde nochmal ansagen, ob ich da bin. Aber man weiß ja nie, Leute. Auf jeden Fall ein schönes Lied. Schreibt mir eure Meinung gerne rein. Vergesst nicht abzustimmen, Leute, wegen dem Bart. Ist sehr wichtig für mich. Und ansonsten danke für die vielen Vorschläge, dass ihr mir immer Bescheid sagt, wenn sowas rauskommt, irgendwie neu, weil ich mir das echt gerne ansehe mit euch zusammen. Und ja, dann würde ich sagen, habt ihr noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns heute Abend noch bei 2 Videos und morgen kommen natürlich auch wieder 2 oder 3, ich weiß noch nicht genau. Bis dahin, Leute, bleibt natürlich fresh wie immer und ja, tschüss. Flo, der Flo, Mann, der Hype ist queer. Alles ganz egal, Mann, ich bleib bei dir. Du machst halt nur Reactions, doch machst du die besten.